Die Stahlwerkstatt wird präsentiert von Stahlwerk. Yippie-yay. Im Auge der Rose geklopft. Werte Freunde und Freundinnen der schweißtechnischen Unterhaltung. FAQ, gepflegte Gerätevorstellung und schweißtechnische Unterhaltung in der Stahlwerkstatt in einem neuen Format. Stahlwerk kompakt. Und wir bauen heute auch wieder was für euch. Etwas ganz Feines, und zwar einen Rosenbogen. Einen Rosenbogen mit zwei Verfahren. Einmal MIG, stellvertretend für das MIG-Verfahren, die MIG 200ST. Und einmal mit WIG. Und dazu nehmen wir uns die WIG 200 Puls. Jetzt reden wir ein bisschen über das Material. Rippenstahl. Rippenstahl, 8 mm stark, ist genau das, was wir hier sehen. 15 Längen A 2 Meter für den unglaublichen Kurs von 44 Euro und ein paar kleinen. Also unter 45 Euro. 15 mal 2 gleich 30 Meter. 30 Meter zum Biegen, Dehnen, Sägen und natürlich zum Zusammenschweißen. Ja, haben wir uns besorgt im örtlichen Baumarkt. Und bevor wir sofort mit Sägen und Schweißen beginnen, lassen wir noch zwei Worte über die MIG 200 und über die WIG 200 Puls ST. Auf geht's. Fangen wir an mit der WIG 200 Puls ST. Ein Kombigerät, was WIG-Schweißen mit Pulsfunktion und Elektrodenschweißen mit 200 Ampere Stromstärke leistet. Zweitakteinstellung, Viertakteinstellung, Einstellung von Long- und Short-Puls möglich. Wir haben Gasnachlaufzeit und können über Drehregler die Impulsfrequenz, sehr wichtig, und natürlich den Schweißstrom und unseren Impulsstrom sauberst einstellen. Maschine kommt zu euch mit allen Schlauchpaketen, also das bedeutet die Stromrückführung, die Masse, das WIG-Schlauchpaket und natürlich auch die Elektrodenzange inklusive der Gasverbindungsschläuche. Das Einzige, was ihr benötigt, ist eine Flasche Argon und einen Druckminderer. Und schon wären wir startbereit mit einem Gerät, was lediglich 9,7 Kilo wiegt. Ein sehr schönes, leichtes Gerät. Wie wir mit dieser Maschine umgehen, das zeige ich euch gleich. Das machen wir parallel zum Projekt. Da werden wir hier ein paar Einstellungen tätigen, die ich benötige, um unseren Rippenstahl zu schweißen. Was wir jetzt allerdings machen, ist einen Blick auf die MIG 200 richten. Die MIG 200 ST, eines unserer Bestseller. Auch ein 2-in-1 Kombigerät kommt mit dem MIG-MAC-Schweißverfahren und natürlich mit dem Elektrodenschweißen um die Ecke. Auch die MIG 200 kommt mit 200 Ampere Stromstärke in allen beiden Verfahren und wird angeschlossen an unser 230 Volt Netz. Einstellungsmöglichkeiten sind richtig einfach herzustellen. Induktivität entgegen des Schweißstromes einstellen. Die Hauptstromstärke in Ampere, die Spannung in Volt. Auch hierzu kommen die Werte gleich, wenn wir in Action sind und unseren Rosenbogen bauen. Natürlich kommt dieses Gerät auch mit dem AK15 Schlauchpaket, mit der Elektrodenzange und mit dem Stromrückführungskabel. Ebenso sind die Gasschläuche vorhanden, so dass ihr auch hier euer Mischgasfläschchen mit dem Druckminderer sofort verbinden könnt und starten könnt zu schweißen. Wer auf das Aktivgasschweißen verzichten möchte, ist bei der MIG 200 auch ganz gut aufgehoben, denn wir können die Fülldrahtrollen, das selbstschützende Schweißgut, der selbstschützende Draht, den können wir hier verwenden, denn diese Maschine kann
wenn es vonnöten ist, umgepolt werden. Somit können wir auf unsere Gasflasche auch gerne verzichten. Genug über Geräte geschnackt. Jetzt geht's an den Rippenstahl. Freunde, zwei Kleinigkeiten haben wir gemacht. Und zwar haben wir unseren Schweißtisch, der abseits stand, in die Mitte gerückt, sodass wir nicht zu viel Trouble haben mit Ausrichten der Bauteile. Jetzt machen wir eine Sache. Wir ziehen uns etwas PSA an und dann zeige ich euch, wie ich diesen Kollegen hier herstelle. Es ist erschreckend einfach. Wer den hier hat, hat auch ganz schnell den Autoreifen seines Kollegen demontiert und kann diesen nutzen, um den Bogen zu biegen. Ich zeige euch ganz einfach, wie es geht. Wir legen unseren Rippenstahl einfach auf eine Seite und zwirbeln diese dann um den Bogen herum. Der ist dann etwas schmaler, als wir ihn brauchen. Dann ziehen wir ihn auf. Der muss nicht in einem Schwung hier reinlaufen, selbst wenn wir ganz gerade hochgehen, dann einen leichten Knick haben und dann den Bogen, dann bin ich völlig zufrieden. Wir reden hier immer noch von einer Deko-Maßnahme, die darf aussehen, wie ihr das gerne möchtet. Eins. Ungefähr in die Mitte. Und dann einmal, zweimal. Das ist wieder so ein Jacek-Ding, ne? Jacek! Mehr brauche ich nicht. So, ich markiere mir jetzt am Ende unseres Rippenstahls oder Armierungseisen. Ich markiere mir hier 200 mm auf jedem Ende. Wir wollen 100% benutzen, ohne Reststücke zu produzieren. Den nehme ich mir und gehe an unsere Biegemaschine. Hier ist unsere Markierung. Hier ist unsere Markierung und innenliegend ist unser Gegenhalter. Jetzt gehe ich hin und ziehe leicht, einmal, ganz leicht, nach Gefühl, ich kenne keinen Winkel, also mache ich es zart. Rauskommt dieser Knick. 200 mm auf die Oberkante. Markierung auf die Oberkante, das ist da. Winklig ausrichten, passt. Leicht anlupfen. Drücken und ganz zart ziehen, fertig. Schön wäre, wenn die jetzt parallel sind. Aha, die sind, ja, der muss noch ein bisschen mehr. So, das heißt, wir müssen nacharbeiten. Diesmal wissen wir aber, wo wir hin müssen. Wir müssen nach da. Wir machen es gerade. Der braucht einen kleinen Tacken mehr. Soll er bekommen. Zack. Nächster. So, ausrichten tun wir gleich. Das machen wir jetzt erstmal mit dem nächsten Bogen. Ziehen. Diese Biegemaschine, ja, dieses spezielle Eigenbau-Ding hier, ne? Hat mir jetzt schon oft den Tag versüßt. Oder die Konstruktion. Und ziehen. Reicht. Hoch. So, einmal übereinander legen. Einmal übereinander legen. Also das hier unten, das ist ja perfekt. Das ist ja sehr gut. So, und da. Ja, fast wie beim Schaukelstuhl. Und hier müssten wir etwas, einen ganz kleinen Tacken ziehen.
hier einfach Gefühl geht. Wenn das so bleibt, dann ist das hier auch in Ordnung. So. Ecke auf Ecke. So haben wir uns das vorgestellt. Das ist jetzt der obere Teil und wir gehen hier unten ein Stückchen ins Gerade. Es ist nicht perfekt rund. Das ist nicht wichtig. Ich habe mir gewünscht einen Meter. Wir gucken mal, wo wir rausgekommen sind. Sieht fast nach einem Meter aus, ne? 1100 ist es breit geworden. Das ist in Ordnung. Da kann man ganz gemütlich durchspazieren. AWS 20SD, für diejenigen, die das Gerät noch nicht kennen, ist ein Akkuwinkelschleifer, 20-Volt-System, brushless. Der hat mir bei Folgendem geholfen, und zwar beim Herstellen dieser 350 mm langen Querverstrebungen. Und ein paar richtig schicke Bilder haben wir dazu auch gemacht, und die guckt ihr euch jetzt an. 150, das wäre hier. Halbe Leben. Freunde, wir haben unsere Querstreben geschnitten. Ja, Querstreben von dem vorderen Bogen zum hinteren Bogen. 350 mm lang. Jetzt geht's los mit der Schweißerei. Und zwar machen wir Folgendes. Das wird ein bisschen fummelig mit den Fingern. Wir nehmen jetzt diesen Bogen, ermitteln die Mitte und schweißen ganz einfach die erste Querverstrebung dran. Davon haben wir 5 Stück. Die werden wir sauber verteilen. Und wenn wir das haben, nehmen wir den zweiten Bogen und dann haben wir schon mal das Kopfteil unseres Hosenbogens. Also auf geht's, Maschine anmachen und schweißen. So, bis hier. Wo sind wir hier? Wir gehen in die Tiefe für den oberen Bogen. Das Einzige, was wir jetzt machen, ist die Strecke teilen zwischen den 3 bereits gesetzten und setzen jeweils einen in die Mitte dieser beiden leeren Räume. Die Magneten stören enorm meinen Lichtbogen, aber damit müssen wir klarkommen, denn die Ausrichtung, die ist ganz prima. Hörst du das? Ja. Magnet. Magnet weg. Achtung, Soundcheck. Ja, verstanden? Ich schon. Und wie nennt sich das Ganze? Glaswirkung. So ist es.
guter Kameramann. Den Kollegen nehmen, Mitte zu mir, den wenden. Ausgerichtet ist er. Wir nutzen jetzt keinen Magneten, denn der stört, weil wir zu nah dran sind. Sieht schon aus wie ein Körbchen, ne? Heften. Nicht zu viel Stress machen mit Präzision an dieser Stelle. Es ist ein Rosenbogen, der irgendwo im Garten ganz schön viel Gestrüpp bekommt. Zack. Liegt, steht und sieht gut aus und hat jetzt eine Breite von. Wir hatten 1100. Ich habe ein bisschen hin und her geprügelt und gezogen und gedrückt. 1180 innen. 1180 innen. Die Winkel müssen ein bisschen geschlossen werden und die müssen alle ein bisschen geschlossen werden. Die sind also ein bisschen auf. Was man natürlich machen kann, ist ziehen. Auf 1100 sind sie wahrscheinlich gerade, ne? So, da sind wir. Rosenbogen. Wie viel haben wir denn hier? Ich meine, wir reden hier von Gartentoleranzen. Der ist natürlich perfekt hier. Der ist so richtig perfekt. Ja. Freunde, was haben wir getan? Wir haben den Bogen jetzt abgeheftet, abgeschweißt und wir haben den gerichtet. Ein kleines Stück, denn diese Rippenstahlstangen haben tatsächlich, die haben diesen Bauch, ja? Und dieser Bauch, der kommt von falscher Lagerung, ja? Die stehen, natürlich ist Rippenstahl etwas, was am Ende des Tages in irgendeinem Betonfundament verschwindet und somit wird da keine große Sorgfalt an Präzision oder Lagerung verschwendet. Wir lassen das so, wir wollen, dass hier eine Blume dran herumrankt. Die wird das nicht stören, da bin ich mir ganz sicher. Jetzt machen wir Folgendes. Den Bogen haben wir gebaut. Das ist tatsächlich der Hauptteil. Was wir jetzt brauchen, sind diese beiden Leitern, linke Seite, rechte Seite. Die möchte ich sehr spartanisch halten. Warum? Weil wir diese offenen Felder gerne mit etwas dekorieren möchten. Jetzt habe ich mir eine Höhe ausgesucht. Augenhöhe. Ich versuche es mal zu halten. Augenhöhe. Ja, also ein ganzes Stück höher, 10 cm höher als das, was ich euch jetzt gerade präsentiere, würde der, obwohl,
Meinungen sind ja da, um geändert zu werden. Ne? Ist das nicht hoch genug? Komm ja kaum noch dran. Ich als kleine italienische Frohnatur. Mach mal den hier. Ist das nicht hoch? Mel, komm mal zu mir bitte, mein Schatz. Komm mal her. Sag mal was dazu. Sag mal hier was dazu. Was sagen wir hier zu dieser Höhe? Das ist auch gut, oder? Ja. Höher nicht, ne? Na, Prinzessin Lehrjung hat entschieden, wir schneiden das hier ab. Fertig. Genau so. Dann kann ich das als Anschlag nehmen. So, und dann weiß ich, wenn alle da hinten berühren, dass wir einigermaßen sauber sind. Trennen. Und dann haben wir die vier Beine für unsere Leitern. Zwei für links, zwei für rechts. Da sind sie doch schon ab. Das und dann haben wir das. Es ist ein Bananenbogen, ne? Aber es sieht schon aus wie ein Türchen. Torsion hier. Ne? Torsion ist folgendes. Dieser Stab ist hier hinten fest. Und der ist vorne fest. Ja? Wenn ich den in sich verdrehe, ja? Wenn ich quasi so ein Löckchen herstellen möchte, dann wurde der Stab auf Torsion beansprucht. Ja? Auf Verdrehung in sich ist eine ganz, ganz, ganz kurze. Auch hier kann man wieder 17,5 Kilometer einsteigen ins Thema. Sehr schönes Thema. Verdrehen. Verdrehen des Werkstoffes. Auch hier gleiches Problem. Kennst du Entfernungsschweißen? Weil du Angst vor den Pickeln hast. Jetzt werden wir hier natürlich so 200-300 mm gebraucht. Oh, Mel, wir haben was vergessen. Wir haben was vergessen. Katastrophe. Ist für die Tonne. Kannst du in die Tonne kloppen. Nicht Cut. Cut. Komm mal her. Stellen wir die Schärfe hier auf uns. Komm mal her. Kriegst du einen Abriss jetzt. Das ist ein Abriss. Ich hatte mir was bei der Höhe gedacht. Du hast gesagt, wir machen den kürzer. Weißt du, was wir jetzt was ich vergessen habe? Ich. Komm, come on, ich war's. Wir wollten das Ding in den Boden stecken. Oh, stimmt. Und jetzt passt da keiner mehr durch, weil du. Wir wollen es in den Boden schieben, ja? Deswegen bin ich jetzt gerade ein bisschen unglücklich, dass es ein bisschen kürzer kommt. Ich jetzt, obwohl, es war ja schon sehr hoch, ne? Wir werden mal sehen. Thank you.
Jetzt sag mir mal, wie ich das mache. Dann wird mir selber festgehalten. Tamateur. Kameras bleiben an. Bestimmt der easy. Bist du bereit? Ja. Lass meinen Schweißer nehmen. Bewaffne dich damit. Irgendeine Strafe muss es ja geben. Ne? Aber nicht mit Hammer, oder? Mit Strafe mit Hammer oder Schweißen mit Hammer? So, warte mal. Guck mal, ich habe da unten, ist mir die Max-Spritze hingefallen, weil ich mich so erschrocken habe, als du... Präzisionsuhrwerk. So sieht der aus bisher. So sieht, aber hoch genug ist er. Hoch genug ist er. Ein paar Zentimeter in den Boden und den Rest erledigen die Pflanzen. Ja? Die eigentliche Stabilität kommt mit der Pflanze. Viel zu früh, es ist noch gar kein Weihnachten, aber diese Lichterkette, die macht richtig Spaß, genauso wie der Rosenbogen. Wir haben das Grundgestell jetzt einmal hingestellt. Und da das vor dieser Tafel so unfassbar getarnt ist, haben wir die Lichterkette benutzt, um euch zu zeigen, wo dieses Ding überhaupt steht. Denn Grau auf Grau schaut sich schlecht. Jetzt packen wir die Wickanlage aus und kümmern uns ein bisschen um die Dekoration in den Feldern. Wir werden ein, zwei Kleinigkeiten gemeinsam bauen. Der Rest entsteht in eurem Kopf. Die WIG 200 Puls ausgepackt auf den Tisch und dann bauen wir ein paar Kleinigkeiten, die wir in unseren Rosenbogenheften. Auf geht's. Kamera läuft. Nase auch. Freunde, Dekoration. Dekoration kann auch so ein Haken sein. Kann aber auch, das haben sich die Mädels gewünscht. Ja, jetzt erfülle ich mal den Mädels den kleinen Wunsch. Und zwar, schaut es euch an, ihr kennt die Haken. Und natürlich geht das raus an die Muttis. Das ist doch völlig klar. Ja? Was ist auffällig? Unten passt nicht. Ja? Es ist ein Herz. Es ist ein Herz und das werden wir jetzt aus unseren S-Haken abernten. Davon werden wir jetzt erstmal eins herstellen. Das machen wir mit dem WIG-Verfahren. Ich trenne einmal und gucke, dass ich auf Maß komme und danach werden wir das irgendwo einheften. Fertig. Kein Zampagnon. Fertig. Auf geht's. 85 Ampere gefällt mir schon ganz gut. Lassen wir auch so. Keinen Puls. Somit auch keinen Pulsstrom. Wir schweißen im Viertakt. Wir machen alles per Handregelung und im WIG-Modus mit 3 Sekunden. Sagen wir mal 2 Sekunden Stromabsenkung. Das reicht mir. Gasnachlauf 2,5. Auch das passt. Es wird sowieso rosten. Auf geht's. Herzchen heften. Thank you.
für Gärten. Rosenbogen, Rosenbogen, Zuckerstange, Glückskleeblatt, vierblättrig, Herz und Feuerwerk. Bisschen künstlerisch dargestellt tatsächlich, irgendwo für den Garten, um eine Weinrebe oder tatsächlich die Rose hier dran ranken zu lassen. Wir haben 44,25 Euro für 15 Stangen, Rippenstahl oder Armierung. Bezahlt, genutzt, zwei liegen noch da, eine liegt noch hier, sind wir schon mal bei 12. Es gibt natürlich noch ordentlich Reste, die werden verarbeitet in irgendeiner Art der Dekoration. Also unter 40 Euro und ein bisschen Spaß bei der Arbeit habt ihr den Rosenbogen schon gebaut. Lichterkette haben wir aufgehangen. Nein, läutet nicht die Weihnachtszeit ein, aber so den Herbstabend, ja, den gemütlichen Herbstabend, wenn ich quasi, naja, dieses kleine Detail auf der Terrasse oder im Garten gerne haben möchte. Feuertonne auf der einen Seite, auf der anderen Seite der beleuchtete Rosenbogen, wo die Rosen noch nicht gewachsen sind. Diese Saison gibt es ja auch. Ganz schicker Dekoartikel. Wir haben ganz hart Gas gegeben mit der MIG 200, um schnell das Grundgerüst hinzustellen. Und dann die filigraneren Arbeiten, diese Kleinigkeiten, die man vorne auf dem Tisch macht, die mache ich auch immer lieber mit WIG. Keine Spritzer, bisschen sauberer und wie ihr in der Nahaufnahme gesehen habt, könnt ihr richtig viele Eisen auf einmal verschweißen. Immer Zusatzwerkstoff dahin, wo er soll. Montage der Dekoration, wie ich sage, verlaufen lassen, ja, mit einer Hand festgehalten und mit der anderen halt so lange drauf gehalten, mit dem Brenner natürlich, mit dem Brenner so lange drauf gehalten, dass die Materialien ineinander laufen und dann von alleine festhalten. Ganz, ganz schick. Jeder kann hier das machen, was er gerne möchte. Wir sind uns einig, das ist nicht die Crème de la Crème. Da geht ganz viel mehr, wenn ihr euch ein bisschen Zeit nehmt und ein paar gemütliche Stunden in der Werkstatt verbringt. Am Ende des Tages kannst du dieses Teil mit beiden Verfahren gut herstellen. Ich habe ganz am Anfang matt gewählt. Warum?
eine freie Hand, Stäbchen halten und schießen und quasi die Heftstelle setzen mit ordentlich viel Freiheit. Wick würde auch gehen, etwas mehr Magnete erforderlich, da wir die zweite Hand nicht immer haben, es sei denn, wir lassen verlaufen wie bei diesen Dekorationsobjekten. Und dann, ob ihr Herzchen macht oder Kleeblätter oder hier ein bisschen funky Feuerwerk, ja, Feuerwerksexplosion, das bleibt ganz euch überlassen. Und ich hätte jetzt tatsächlich noch ganz viel Spaß, hier ein bisschen weiterzumachen und noch ein bisschen anzuschweißen. Ich hoffe, ihr hattet auch ganz schön viel Spaß. Wir sehen uns wie immer in der nächsten und denkt dran, Stahlwerk schweißt zusammen.